Herzlich willkommen, mein Name ist Tom Oberbichler von der Mission Bestseller und ich präsentiere heute einen Freund von mir, den Angelos Ioannis. Angelos hat ein Buch geschrieben, Die griechische Tragödie. Ich habe es auf Deutsch übersetzt und ich habe den Angelos heute eingeladen, kurz sein Buch vorzustellen und mal zu sagen, beginnen wir mal mit dem, warum hast du das Buch überhaupt geschrieben, Angelos? Ja, also als ich das Buch geschrieben habe, in der Zeit lebte ich in Deutschland und da hatte ich viele Freunde, die mich immer gefragt haben, was alles in Griechenland passiert und warum das Land fast pleite gegangen ist. Und als Wirtschaftswissenschaftler war ich mit oberflächlichen Erklärungen nicht einverstanden. Also die Medien in Deutschland meinten, dass die Griechen schuld waren, weil sie ihre Steuern nicht bezahlt haben. Oder die haben gesagt, dass sie zu faul waren und nicht so viel gearbeitet haben. Oder dass die Politiker Schmiergeld bekommen haben. Und das war plausibel, aber ich bin in Griechenland geboren und soweit wie ich mich erinnere, haben die Griechen und deren Politiker nicht so viel verändert in meiner Lebenszeit. Ja. Also deren Verhalten könnte ja nicht der einzige Grund sein, dass das Land derzeit in der Krise gegangen ist. Und als Autor, Wirtschaftswissenschaftler und Grieche habe ich es eigentlich als meine Pflicht gesehen, die echten Gründe hinter der Krise zu finden und darüber zu schreiben. Super, danke. Und wenn die Leute jetzt dein Buch lesen, die griechische Tragödie, welchen Nutzen haben sie davon, wenn sie das lesen? Was bekommen sie? Ja, also die Leser finden auch Informationen über die wichtigen Ereignisse vor der Krise, die allmählich zur Krise geleitet haben. Darüber hinaus wird es auch stark über die Krise von 2008 gesprochen, also die Weltkrise und wie sie Europa und Griechenland beeinflusst hat. Die Leser können auch verstehen, warum die bisherigen Lösungen das Problem nur verzögern, also nicht lösen. Ja, genau. Und am Ende des Buches werden auch drei innovative Lösungen präsentiert, die zwar Übereinstimmung von allen Parteien brauchen, also Griechenland, Europa, von euch alles, aber zu einem endgültigen Ausgang aus der Krise führen können. Super. Und für wen hast du das Buch jetzt geschrieben? Wen hast du da im Kopf gehabt, wie du das Buch bearbeitet hast? Also eigentlich, das Buch, wie es geschrieben ist, ist eine Erzählung der Geschichte eines Griechen, eine reale Person, der von der Krise stark beeinflusst worden ist. Und er als eine wirtschaftswissenschaftliche Studie stellt es den Leser in einer echten Geschichte und durch den Dialog zwischen fiktiven Personen, die mit diesem Charakter sprechen, mit diesem Mann, bringt es Kenntnis über die verschiedenen Gründe der Krise. Es sind sehr viele Studien über die Krise publiziert worden, aber mein Ziel war eigentlich, dass der normale Mensch, sozusagen auf der Straße, der keine bestimmte Wirtschaftskenntnisse hat, mit dem beigefügten Informationen im Buch eigene Gedanken machen kann, anstatt seine Meinung ausschließlich von der Kritik der Presse zu holen. Super. Und das ist ja auch gut gelungen, weil das war ja auch der Grund, warum ich dich angesprochen habe, um das Buch zu übersetzen, weil ich denke, gerade im deutschsprachigen Raum tut es Not, einmal eine andere Stimme zu hören zu dem Thema Finanzkrise und da speziell Griechenland. Es ist ein Buch, das sich sehr leicht liest. Es ist kein Sachbuch, kein trockenes, sondern wirklich ein Tag aus dem Leben eines Mannes. Und du kannst es dir jetzt als E-Book oder Printbuch auf Amazon bestellen. Die griechische Tragödie von Angelos Ioannis. Die Buchempfehlung des Tages, hol dir das Buch und wenn du es gelesen hast, lass den Angelos und mich gerne wissen, was du dazu denkst. Alles Liebe. Vielen Dank.